Billstraße, Hamburg-Billbrook. Hier gelten keine Gesetze, hier gibt es kein Finanzamt, hier werden alle Regeln gebrochen, an die sich der gewöhnliche Hamburger zu halten hat. Eine Mischung aus afrikanischem und orientalischem Bazar und komplett illegal. Hier hat sich unter den Augen der Behörden ein gesetzloser Raum breit gemacht. Die vielen Einzelhandelsgeschäfte sind nicht legal, weil es sich hier um ein Industriegebiet handelt. Gesetzliche Öffnungszeiten werden nicht beachtet, hier wird in Massen schwarz und ohne Rechnungen gehandelt. Und viel schlimmer, Besuchern, die weder schwarz noch südländisch aussehen, wird schnell klargemacht, dass sie hier unerwünscht sind. Eine No-Go-Area für normale Hamburger, mitten in Hamburg. Und die Behörden schauen dem illegalen Treiben in migrantischer Hand seit Jahrzehnten tatenlos zu, sodass das Biotop weiter wuchert. Während jeder Einheimische für jedes Knöllchen notfalls bis vor den Kadi gezogen wird, dürfen hier Migranten Tag ein Tag aus gegen Gesetze verstoßen und machen, was sie wollen. So sieht das bunte Hamburg der Altparteien aus.